Die Vereinsumgebung oder Vereinsmechanik ist ein eigens konzipierter Bereich, der es ermöglicht, Benutzern oder Vereinsmitgliedern eben einen Zugang zu erstellen und darin dann Bilder, Veranstaltungen, Neuigkeiten zu administrieren. Dazu kann man hier rechts in der Randspalte auf Vereinslogin klicken, hat die Möglichkeit, sich erstmalig zu registrieren, wenn man noch nicht einen Zugang hat, oder eben sich anzumelden für einen bestehenden Account. Sollte man dieses Passwort vergessen haben, kann man hier ein neues anfordern. Ich mache jetzt das unter der Testumgebung, also nicht hier live auf Übersachsen, sondern hier auf meiner Mustergemeinde, bin im Bereich Vereine, klicke mich mal als ein Testverein ein. Ich bin jetzt als Redakteur eingeloggt und nicht eben als Vereinsuser. Der Vereinsuser würde diesen grünen Balken nicht sehen. Den sehe ich jetzt nur, weil ich ein Gemeindemitarbeiter bzw. Redakteur bin. Der Vereinsbenutzer sieht ausschließlich diese Bearbeitungsmaske und kann hier folgende Dinge bearbeiten. Er kann zuerst die Vereinsprofil-Eckdaten bearbeiten. Das ist im Prinzip das Stammdatenblatt wie E-Mail-Adresse, Kontaktinformationen, Kurzbeschreibung und so weiter. Das Passwort abändern, die Neuigkeiten, Veranstaltungen und Fotos hinzufügen oder verändern. Und ich als Gemeindemitarbeiter könnte jetzt auch die Vereinsvisitenkarte hier drucken bzw. ein PDF generieren lassen aus diesen Vereinsprofil-Eckdaten. Wenn ich auf den ersten Bereich klicke, auf die Eckdaten, öffnet sich eine Maske mit unterschiedlichen Feldern. Und auf diesen Feldern hat eben der Möglichkeit hier zum Beispiel seinen Vereinsnamen, die E-Mail-Adresse, die diesem Verein hinterlegt ist, einzutragen. Man kann diese auch deaktivieren, damit sie nicht öffentlich angezeigt werden soll, falls das ein Verein möchte. Man kann hier ein Logo hochladen, also ein Vereinslogo oder auch ein Bild, zum Beispiel ein Vereinsbild. Man hat hier die Möglichkeit, einen Text einzufügen, eine Kurzbeschreibung. Kann diesen auch ein bisschen formatieren und hat dann noch Adressdaten, die man hier ausfüllen kann. Könnt ihr auch eine Facebook-Adresse. Und eine Kategorie noch eingeben oder mehrere, in der der Verein aktiv ist. Das kann man jederzeit speichern oder bearbeiten und verändern und es werden sich dann automatisch hier die Informationen von selber anzeigen. Das ist natürlich keine gültige Facebook-URL, die ich eingetragen habe, deswegen kommt hier diese Feedback-Meldung. Ich habe dann auch Möglichkeit, Neuigkeiten, Veranstaltungen, Fotogalerien zu erstellen. Funktioniert im Grunde exakt gleich wie auf der Gemeindeseite, nur dass man das eben auf dieser vereinsspezifischen Seite hinterlegt. Die hinterlegten Infos, die hier eingetragen werden, kann man jederzeit nachbearbeiten mit dem Bleistift oder mit dem Mülleimer-Symbol löschen oder ansehen mit dem Lupensymbol. Und diese Informationen werden dann automatisch auch auf dem Vereinsportal natürlich nach der Aktualität angezeigt.
Wir haben sehr darauf geachtet, damit diese Eingabemasken und Dialoge selbsterklärend und, ich sage jetzt mal, im Social Media Manier relativ einfach gehalten sind. Vereine können auch jederzeit von der Gemeinde bzw. den Administratoren deaktiviert werden, beziehungsweise nichts anderes als unsichtbar geschalten bzw. privat geschalten werden, indem man hier den Verein sperrt, Status oder eben wieder aktualisiert oder enabled. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, man kann den ganzen Verein einfach löschen mit sämtlichen Inhalten, sprich mit den Fotos, Neuigkeiten und Veranstaltungen.